Hallo YouTube, freut mich, dass du da bist. Dario hier. Ich möchte heute über Selbstakzeptanz sprechen. Und zwar ist es oft so, dass wir uns wegen Dingen, die wir getan haben, fertig machen und uns zum Beispiel sagen, wenn wir abnehmen wollten und stattdessen auf der Couch gelandet sind, du bist so faul, bist so fett, du kannst nichts. Oder wenn wir lernen wollten, dasselbe Spiel, wenn wir nicht gelernt haben, sondern im Internet gesurft haben, sagen wir, statt zu lernen, gehst du ins Internet, du fauler Hund, du kriegst nichts auf die Reihe. Und damit erreichen wir im Prinzip nichts. Denn es ist so, Tony Robbins hat gesagt, es gibt zwei Zustände. Einen ressourcenarmen und einen ressourcenvollen Zustand. Wenn wir uns jetzt niedermachen, dann begeben wir uns in einen ressourcenarmen Zustand, weil wir drücken auf uns drauf, wir machen uns nieder. Und wir können ja eh nichts. Wenn von einem ressourcenarmen Zustand erreichen wir aber nichts. Also man kann nicht aus einem ressourcenarmen Zustand etwas Positives, etwas extrem Positives schaffen. Das heißt, das Ziel ist, so oft wie möglich, geht natürlich nicht immer, aber so oft wie möglich in einem ressourcenvollen Zustand zu sein. Das heißt, in einem ressourcenvollen Zustand ist man motiviert, gut drauf, energetisch. Und wie gesagt, das versuchen wir zu erreichen. Das erreicht man aber nur in den meisten Fällen mit Selbstakzeptanz. Und zwar ist es oft so, dass wir mehrere Kräfte um einen Bereich haben, die gegeneinander kämpfen. Eine Art mehrere Gegenkräfte sozusagen. Also ein Beispiel, damit es deutlicher wird. Die meisten von uns wollen hart arbeiten. Die meisten von uns wollen aber auch chillen und nicht hart arbeiten. Also es sind zwei Kräfte. Mal, je nach Laune, will man hart arbeiten und dann will man einfach nur chillen. Eine andere Sache kann sein, dass du deine Beziehung beendet hast und die eine Seite von dir will wieder zurück in die Beziehung, weil es ja eigentlich cool war. Und die andere will weg von der Beziehung. Also wir haben wieder zwei Gegenkräfte, wie in der Physik, wo die eine Kraft wirkt, gibt es auch immer eine Gegenkraft. Es geht darum, dass du diese akzeptierst und nicht als etwas Schlimmes ansiehst. Denn es ist, wenn du überlegst, dann ist es so, wenn du einer schlimmen, einer negativen Kraft sozusagen nachgegeben hast und du machst dich dann deswegen fertig, begibst du dich in den ressourcenarmen Zustand und wirst nur, die Wahrscheinlichkeit steigt dann, dass du noch mehr von diesen negativen Dingen machst. Deswegen solltest du viel mehr akzeptieren, dass es diese Kraft gibt, dass man ihr manchmal nachgibt. Manchmal hat sogar was Gutes, dass man ihr nachgibt. Stell dir vor, du arbeitest 5 Tage die Woche hart und am 6. Tag willst du auch noch hart arbeiten, aber du kannst nicht mehr. Du chillst einfach und du machst dich deswegen fertig. Dabei will dein Körper dir einfach nur die Chance geben, sich wieder zu erholen und wieder Energie zu tanken. Also ist es sogar mal ganz gut, den negativen, in unserer Sicht, negativen Dingen nachzugeben. Wenn du die negativen Dinge akzeptierst und sagst, okay, das war jetzt schlecht, aber ich kann es besser, beim nächsten Mal mache ich es besser. Und wenn du sie akzeptierst und sagst, okay, sie sind manchmal dazu da, um mich zu schützen, dann erreichst du sowas wie Authentizität. Also du wirkst authentisch. Und das ist eigentlich der große Vorteil von Selbstakzeptanz, dass du authentisch bist. Du weißt, was du willst, du weißt, was du brauchst. Das lässt dich zum einen viel besser bei anderen Menschen ankommen. Du wirkst einfach sympathischer, authentische Menschen sind sympathischer. Und zum anderen, und das ist für dich persönlich wichtig, zum anderen weißt du, was du jetzt in diesem Moment brauchst. Du lernst dich sozusagen viel, viel besser kennen. Das ist das, was die meisten Leute nicht können, beziehungsweise sie kennen sich selber nicht so gut. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Es geht im Prinzip darum, dass du deine negativen Seiten akzeptierst, überlegst, was du besser machen kannst und dich nicht fertig machst. Es ist ganz normal, manchmal sind die negativen Seiten sogar hilfreich. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere meinen Channel, das kannst du hier unten. Und du kannst mein E-Book downloaden, das ist wirklich sehr zu empfehlen. Das heißt 7 Tage bis zum Erfolg, du bekommst jeden Tag Aufgaben, Tipps und Tricks gestellt, mit denen du erfolgreich wirst in deinem Leben. Das kannst du hier unten downloaden. Das war's, ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Dario.